Mysterium. Also ist der richtige Zeitpunkt, eine gewisse Aktie eben zu kaufen. Oder? Genau, und das ist nie der richtige Zeitpunkt. Oder es ist, man kann den richtigen Zeitpunkt nicht... Kannst du höchstens in der Vergangenheit definieren. Genau, wenn du in der Vergangenheit weisst, dann weisst du den richtigen Zeitpunkt. Du kannst sehr viel Zeit investieren und versuchen, gescheiter zu sein als der Markt. Oder merken, da macht der Markt einen grossen Fehler. Und du kannst dann gegen das spekulieren. Aber das machen weder deine Banken machen das für dich. Die können das auch nicht, weil die wollen ja nur gegen sich selber, oder? Und du selber hast keine Zeit für das. Die Einzigen, die das können, sind ein paar Individuen, die offenbar gut geworden sind in dem. Hm. Und auch das wissen wir nicht sicher, wer das ist. Wir wissen es wirklich erst nachher. Hm. Jetzt ist die grosse Frage, ja, wenn der Preis so festgelegt ist, oder? Wenn der Preis so, wenn so viele Profis sich Gedanken machen über den Preis, warum schwankt er dann so stark? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt beim Aktieninvestieren. Der Aktienkurs schwankt nicht deshalb so falsch, weil man sich in der Vergangenheit geirrt hat. Ja, das könnte ja ein Grund sein, dass man da, die machen alles falsch, oder? Mhm. Sondern er schwankt deshalb so falsch, weil neue Informationen dazugekommen sind, wo die Zukunft anders aussieht. Mhm. Ein ganz wichtiger Punkt. Weil der Aktienpreis, den du heute zahlst, der hat eigentlich nichts mit der Vergangenheit zu tun, sondern nur, was kann man mit dem Ding machen in der Zukunft. Mhm. Die Vergangenheit interessiert also niemanden. Der Preis ist eine Voraussage, oder genau. Versucht zu voraussagen, was es wert wird. Und jetzt haben wir ein grosses Problem. Eine Voraussage ist wirklich schwierig. Mhm. Nicht nur für dich, für alle. Mhm. Und da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, die heissen Superforecasters. Mhm. Also Superforecasting ist eine Methode, die entwickelt ist, wo man so vom Durchschnitt so ganz leicht über den Durchschnitt kann kommen in Zukunft vorhersagen. Wenn man ganz verschiedene, mehrere Regeln beachtet, oder? Man sich gut informiert, Methoden, oder? Man kann ein bisschen besser werden, aber 80% von der Zukunft kann man nicht vorhersagen. Mhm. Auch dann nicht. Auch Superforecaster können es nicht. Man hat sogar herausgefunden, dass Profis schlechter sind, in ihrem eigenen Gebiet schlechter sind, Zukunft vorhersagen, als im Gebiet, das sie nicht kennen. Okay. Ja. Also das ist ganz anders als bei dir als Arzt, oder? Wo du kannst sagen, wenn ich den Muskel so oder den Knochen so oder so bearbeite, dann habe ich das und das Resultat in 80% von den Fällen. Du kannst einen gewissen Erfolg sicherstellen. Also du bist viel besser als der Zufall, wenn du jemanden behandelst. Ganz eindeutig. Mhm. Weil du auch nicht ein soziales System musst behandeln. Gut, Menschen sind auch sozial, aber sie sind noch kein System. Oder? Also auch ein bisschen. Komponente. Es ist eine Komponente, aber wir kommen da drauf. Merkt, sind nur noch soziale Systeme. Ja. Weißt, die sind nur noch Hypothesen, Erwartungen, Gefühle und permanent miteinander in Kommunikation. Mhm. Und weil natürlich die permanent, Menschen permanent miteinander kommunizieren, permanent neue Informationen kommen, ändern sich permanent Zukunftsaussichten. Ja. Und darum schwanken die Aktienpreise so viel. Das ist einfach ein Fakt. Wenn man würde sagen, man dürfte eine Aktie nur einmal pro Woche handeln, würde sie weniger schwanken. Wenn man würde sagen, man dürfte sie nur einmal im Jahr handeln, würde sie auch weniger schwanken. Aber man darf jede Sekunde handeln. Und dadurch jede neue Information kommt irgendwie in den Aktienpreis rein. Mhm. Ja, interessant. Ja. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, um dich zu beruhigen, oder? Du kannst wirklich nicht sagen, ob die Aktie, die du kaufst, in den nächsten 2 Monaten runter oder runter geht. Das ist gleich wahrscheinlich. Aber du kannst sagen, dass du an das Unternehmen langfristig glaubst. Und du kannst dann davon ausgehen, dass es über 10, 20 Jahre lang ihre bessere Rendite gibt als alle anderen Anlageklassen. Das kann man davon erwarten, aus verschiedenen Gründen.